Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, dass ich euch mal ein Augentutorial schminken möchte und habe mich entschieden, etwas mehr in die smokigere Richtung zu gehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr diesen Look sehen wollt, dann bleibt am besten dran und ich freue mich ganz so, dass ihr alle zuguckt. Bis dann, ciao! Meine Manhattan Eyeshadow Base habe ich bereits aufgetragen und werde nun als schwarze Base den NYX Jumbo Pencil in Black Bean auf dem gesamten beweglichen Lid verteilen. Dabei müsst ihr gar nicht so sauber arbeiten. Es ist wichtig, dass auf dem ganzen beweglichen Augenlid die Base aufgetragen wurde. Wir verblenden es nämlich nachher noch zum Schluss. Nun benutze ich einen Smudging Pencil, um alles schön zu verblenden. Dann benutze ich aus meiner 88er Palette ein mattes Schwarz, und zwar das vorletzte. Dieses hier, das ist nicht ganz so intensiv wie das danach. Gehe mit meinem Pinsel da etwas rein, tupfe das noch so ein bisschen ab und gebe das dann punktuell aufs bewegliche Augenlid, um den Schwarzeffekt ein wenig zu intensivieren. Anschließend benutze ich einen fluffigen Blending Brush, um die harten Kanten schön zu verblenden. Anschließend benutze ich einen Lidschatten von Catrice und einen Lidschattenpinsel und gebe die Farbe ein wenig über die Lidfalte. Anschließend nehme ich wieder einen sauberen Blending Brush und verblende die Kanten. Zum Highlighten meiner Augenbraue benutze ich einen Flomar-Lidschatten und einen flachen Pinsel und gebe das unter den höchsten Punkt der Augenbraue und verblende es in den Innenwinkel des Auges und nach außen hin. Um alles noch etwas weicher aussehen zu lassen, nehme ich jetzt einen großen Blending-Pinsel und blende die Highlighting-Farbe und den braunen Catrice-Lidschatten noch einmal zusammen. Unter das Auge gebe ich dann noch etwas von dem schwarzen Lidschatten, ungefähr bis zur Mitte des Auges, und verblende alles schön mit einem Smudging-Pinsel. Dann nehme ich mit einem sehr flachen Pinsel noch einmal etwas von dem braunen Catrice-Lidschatten auf und gebe das auch auf meinen unteren Wimpernkranz und blende das mit dem schwarzen Lidschatten zusammen. Meine Highlighting-Farbe gebe ich auch auf den unteren Wimpernkranz und verteile nochmal etwas in den inneren Augenwinkel, um alles ein wenig zusammen zu blenden. Ja, zum Schluss trage ich dann noch meine Mascara auf von Essence, die I Love Extreme Mascara, die ich über alles liebe, weil die gibt wunderbares Volumen. Ja, und hier seht ihr das fertige Ergebnis. Ja, ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Ist natürlich ein wenig dramatischer. Auf jeden Fall, sag ich mal, kann man ihn benutzen zum Ausgehen oder wenn man dann doch, ja, wie es einen Cocktailabend hat oder mal auf einen Empfang geht. Macht das nicht zu dunkel, verblendet lieber schön, dann sieht es schön rauchig und smoky aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich irgendwas anderes noch von mir sehen wollt, was ich euch schminken soll oder was ich euch zeigen soll oder vielleicht möchtet ihr auch mal eine Roomtour von mir bekommen, dann schreibt es einfach in die Kommentarbox und ich freue mich ganz über eure Kommentare. Und ich sag bloß 6 Abonnenten, ich freue mich ganz doll. Wir sehen uns, ciao!